So, hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde in der League 6. Und hier sind wir zwischen Starlin 17 und Rubish Tiger. Und ja, Starlin 17, typisch wieder mit der UdSSR unterwegs. 44. Gwardz Strelkovi, 120, 170, 80 Punkte. Also eher offensiv, early bis Midgame ausgerichtet. Und Rubish Tiger mit der zweiten Blindie und auch mit 120, 170, 80 sehr offensiv ausgelegt. Und ja, die Map hier ist natürlich ultra für kurze Reichweiten zu missbrauchen. Wie man sieht, halt ganz, ganz, ganz viel Wald. Also mit ganz, ganz viel Wald meine ich echt unheimlich viel Wald, wo sich viel Infanterie, aber auch Panzer mal leicht verstecken können und einfach mal Hinterhälte planen können. Und ja, also das wird sehr unübersichtlich vom Kampf her normalerweise und sehr dreckig. Frontlinienverlauf kann hier sehr, sehr stark variieren, sehr, sehr stark in verschiedenste Richtungen gehen. Dementsprechend bereiten wir uns da auf einiges vor. Und nichtsdestotrotz gehen wir mal so ein bisschen noch auf die Karte ein. Wir haben hier in der Mitte eine leichte Erhöhung. Dieser Hügel ermöglicht es, in alle Richtungen ein wenig besser zu agieren, wenn man ihn denn komplett eingenommen hat. Was schon schwierig genug ist. Vorteil davon ist, man kann in alle Richtungen agieren. Nachteil davon ist, je nachdem, wo man sich positioniert, kann man auch von überall angeschossen werden. Also, der Vor kann auch ein Nachteil sein, allerdings möchte man gerne die Mitte erobern, besser den Vorteil auch genießen. Hier oben ist auch eine kleine Erhebung, also sprich die Frontlinie hier oben ist ein bisschen abgegrenzt von den Wäldern hier unten noch und so. Die kleine Ortschaft, gerne mal heiß umkämpft. Ein kleinen Nachteil finde ich halt immer noch für die jetzt rote Seite in dem Fall, mit der Flagge, die hier sehr, sehr, sehr weit vorne an der Front ist. Klar kann man auch wieder gut verteidigen, aber trotzdem sehr nah an der Front bedeutet auch meistens für den Gegner etwas schnellerer Zugriff auf die Flagge. Gleiches Spiel im Grunde hier. Ja, also für den Gegner ist es ein Ticken einfacher dorthin zu kommen und an die Flagge auch ranzukommen. Er hat aber auch einen kleinen bisschen längeren Weg. Also dieser Weg, wenn wir den mal hier so abgehen, zack, 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 der ist ein bisschen schneller als hier der Weg, wo man erst hier, dann hier runter, dann dahin, dann wieder hier hoch und dann erst diagonal da runterfahren kann. Also man versucht es dadurch ein wenig auszugleichen. Nichtsdestotrotz ist trotzdem die Frontlinie leicht zum Vorteil des blauen Spielers. Aber da kann man viel diskutieren. Am Ende entscheidet sich, wie die Spieler das machen. Und wo wir bei den Spielern sind, gehen wir doch mal am besten so ein bisschen gucken, was die so mitgebracht haben. Ganz viel Infanterie, das war klar. Und zwei kleine Packs, damit war auch zu rechnen. Große Packs meistens gar nicht wirklich hier vonnöten auch, weil einfach die Reichweiten viel zu kurz sind, als ob man damit großartig was erreichen könnte. Ja, Flammenwerfertrupp mit Truppführer, alles ganz normal. Mörsertrupp hat er vielleicht auch noch mitgebracht. Nur ein MG ist ein bisschen wenig, okay. Aber ansonsten gemischte Truppe. Hier auf der südlichen Front ist eine PTS 41, die hier eigentlich relativ gut sein kann, je nachdem, wo sie positioniert ist. Man kann auch mit ihr versuchen, so ein bisschen sneaky sneaky hier unten rumzugehen und dann durch den Wald oder am besten noch hier in die Siedlung rein. Die Nachschubwege anzugreifen. Also das wäre echt gar nicht mal so dumm. Infanterie, zweimal Saperi, zweimal Guardia. Guardia ja so die Standardlinieninfanterie hier. Hier oben möchte man ein wenig verstärkt auftreten. Das hier ist normal. Saperi, Guardia, PTS 41, klar. So, hier haben wir aber noch einen T34, Komroti. Und noch ein T34 85 OBR, also einen relativ starken Tank. Tank wurde Sadniki, Guardia und PTS erwähnen wir jetzt nicht, aber hier möchte man also schon ordentlich reinpushen.
Eine Kanon 57 mm möchte dagegen halten, genauso wie Infanterie. Ein wenig, könnte ein bisschen schwach aufgesetzt sein auf der Nordfront. Dafür ist man hier mit den AMM8, RBFM, zwei Stück in der Mitte so ein bisschen mehr vertreten. Infanterie, stellen Sie doch bitte alle auf die Straße, dann sind die auch schneller. Char M4A2 und ein bisschen MG ist auch noch am Start. Sappeurs, ah, der setzt gerade die Truppen auf die Straße, sehr schön. Er hört auf mich. Das mal alle machen würden. Ne? Da haben wir eine Pack, Flammenwerfer am Start, Bazooka am Start. Okay, sehr schön. AMM8, diesmal auch als Scout. Flammenwerferdruck, Bazooka, MG. Hier ist alles ein bisschen mehr gemischt. Aber wie gesagt, wir sind so gespannt, was hier oben passiert. Oh, da hat er noch ein T-34 hingeschickt. Also wirklich hier oben drei Tanks am Start seitens Stalin 17. Und ja, mal gespannt, was Rubish Tiger dagegen zu setzen vermag, was seine Strategie ist. So, beide Truppen bewegen sich regulär aufeinander zu, das ist ja ganz normal. Und ja, was man halt auch sagen muss, ist, dass meistens die aus meiner Sicht linken Seite, also die rote Seite hier, etwas früheren Zugriff auf den Hügel hier hat. Nimmt jetzt dadurch automatisch die eine Flagge hier auch ein. Die PTRS-Einheit muss jetzt mal schnell seine Truppen da reinsetzen. Das war. Schafft es noch? Oh ja, der vor PTA ausgeschaltet. Ah, die zwei Flammenwerfer-Truppen sind jetzt draußen. Das hätte schneller gehen können, indem man einfach dem Fahrzeug sagt, bitte hier ausladen und dann in das Gebäude rein. Der hat den Wegpunkt aber wahrscheinlich hier oben hingesetzt. Das ist natürlich nicht so gut. Ich glaube, die Flammenwerfer-Truppen sind hier nah genug, um was zu werfen. Ab jetzt nur unterdrückt ist noch nicht einer down. Jetzt ist einer down. Der andere wird zerschossen von der MP. Das war's dann. Trotzdem sein Wert drin. Er hat einfach mal einen Flammenwerfer-Trupp direkt ausgeschaltet und die sind ein bisschen teurer als die PTRS-Einheit. Gegen Flak-MP. Möchten nicht kämpfen gegen ihr T-34. Der denkt sich allerdings jetzt gut. Oh, der war noch nicht gefunden. Okay. Der gibt Unterstützungsfeuer nach unten. Jetzt aber auf dem Jeep und der ist down. Oben ein wenig gefestigt alles. Man traut sich noch nicht mit dem Panzer weiter nach vorne zu gehen. Man muss erst gucken, was kommt da so panzerabwehrtechnisch auf uns zu. Das Spitfire ist unterwegs. Na, hier gab es einen Angriff vom Flugzeug. Boah, die Wolke. Da kommt gerade einiges ab. Mörserbeschuss, also Mörser wird beschossen, sagen wir es so. Und der AMM8 Spa hieß hier mit einigen Problemen. Noch der HTM5 wird jetzt ausgeschaltet werden. Ah, er zieht sich zurück. Man kann auch den Mörser einfach wegziehen, dann ist er nicht mehr im Feuer von der Spitfire, ne? T34 Spam kommt hinten dran. Weitere drei drei weitere T34 am Start. ZSU M17 und Guardia kommt noch hinzu. So, hier unten hat man sich auf ein Stelldichein geeinigt. Also ein Flammenwerfertrupp und drei Guardia bzw. Saperi am Start. Hier die Bazooka-Einheit zieht ihn noch in den Wald rein. Dann bist du ganz safe, dass sie nicht so schnell gesehen wird. Auch wenn die recht gute Tarnung hat.
AMM-8 Spahis möchte eigentlich nicht zu nah an irgendwelche Truppen ran, die panzerbrechend sind. Also Wadia sollte man jetzt zerschießen. Man kann nichts machen. Okay. Ja, der muss jetzt erstmal repariert werden, bevor der hier irgendwie weiter agieren kann. Das ist mal hart. Die AMM-8 pushen einfach durch, haben hier hinten die Flagge erobert. Ja, da muss jetzt erstmal eine Truppe hin, um das zu erobern. Trotzdem in der Mitte guter Druck von Stalin, der jetzt hier den Char M4A2 ausschalten wird. Oder kommt der noch schnell genug hinter die Kuppe? Ne, ich glaube nicht. Ne, da ist er. Weg. Und auch der AM-8 Spahis, die zwei Stück, wenn die zu nah ranfahren. Ja. Und jetzt im Visier der T-34. Und der erste Schuss sitzt mal so gar nicht. Der zweite, aber umso besser wahrscheinlich. Ne, auch nicht. Okay, ist ein ganz schlechter T-34-Schütze. Der denkt sich halt so zweimal, dass er das so trifft, oder? Der trifft. Und der erste M8 ist weg. Und der zweite wird jetzt folgen. Der erste Schuss daneben, der trifft. Und beides war ich weg. Hier hätte man retten können. So viele Schüsse, wie am Anfang daneben gegangen sind, die hätte man echt gut retten können. 13 zu 11 Führung für Stalin 17. Der jetzt schön Druck ausbaut in der Mitte. Seine Truppen hier nicht so in der Handlung mit involviert. Hier hat man sich auch ein bisschen ausgeladen und das war's dann. Die stehen einfach dicht auf dicht beisammen. Sag das mal lieber kein Flugzeug. Die kommt vorbei. Und dann ist Ende. Ende hinten. Die AMM-8 wurden jetzt leichtfertig weggegeben, weil sie sich nicht mehr bewegt haben. Und auch nicht irgendwo waren, wo sie nicht gesehen werden konnten. Also hier in so einem bewaldeten Gebiet möchtest du dann am liebsten sein, damit du halt nicht sofort gesehen wirst. Aber das waren sie halt nicht. Hier weitere Truppen geben auf, damit weitere Flaggen für das Stalin 17, die vorerst nicht streitig gemacht werden. Logisch, Tiger setzt noch nicht, also er hat wahrscheinlich alle Punkte erstmal verstreichen lassen. Er muss jetzt wieder warten, bis er neue Truppen nachziehen kann. Er ist halt jetzt von der Masse her im Nachteil und hat noch einen kleinen Nachteil, und zwar, dass zwei seiner Truppen halt Mörsereinheiten sind, was halt nicht grundlegend schlecht ist, nur grundlegend nicht gut, wenn du gerade am Verteidigen bist und der Gegner eigentlich relativ gut sich bewegt. Hier, klar, hier bewegt er sich gerade überhaupt nicht, das ist nicht so schön, aber so generell, die Pack hier bewegt sich die etwas unglücklich, wo sie gerade ist. Weitere Truppen kommen nach, Panzer bewegen sich nach vorne, der hier nimmt jetzt den HTM-A1 aus dem Leben. Ups. So, hier, jetzt tut sich auch mal was auf Seiten des Tigers, der zu meiner Überraschung doch, ich wollte schon sagen, keine weiteren Truppen liefen hat. Zwei Char M4A2 kommen daher. Ja, ob das jetzt die Ersatzmacht ist, die er braucht, um endlich Fuß zu fassen in diesem Match, ich zweifle ein wenig dran. Was gut gelaufen ist, er konnte sofort den Druckführer ausschalten und dadurch kein Buff mehr für die ganzen Todesstrategie. Es sind aber immerhin noch einige Truppen und ja. Dieser Typ wird jetzt explodiert. Da sehen wir, wie er explodiert. Sehr schön. Gut gemacht, mein kleiner T-34. Du hast es drauf. Zweimal der Ja, hier sieht man jetzt das beste Beispiel, was passiert. Infanterie. Sie sterben halt. Sie werden verbrannt. Wurst muss man noch ein bisschen. Ja, genau. Mehr ranziehen. Dann gehören noch die der Vergangenheit an. Zack, und weg. Damit die ganze Infanterie verpufft.
Drei weitere Infanteristen werden jetzt aber nachgezogen. Aber die Führung immer noch vorhanden. 14 zu 10. Hier könnte man sich eigentlich auch überlegen, wenn man nicht vielleicht mal langsam nach vorne geht. Möglich wäre es. Hier möchte man jetzt auch zurückerobern. Und zwar diese Flagge hier, die man eigentlich einem selbst gehörte. Ah, dieser Peri! Geht hin! Ihr habt die Panzerfaust! Oh nein, die laufen einfach weiter. Ja, das ist nicht gut. Der T-34 hier macht auch nichts. So wie er. Also, hier oben ultra passiv, verstehe ich gar nicht. Dafür, dass er hier überall drückt und drückt und drückt, spielt er dort oben so extrem passiv. Genau wie hier. Auch ganz passiv. I don't know why. Er hat es nicht nötig, ja. Massive Kontrolle über die Karte. Und auch von der Anzahl her einfach viel mehr. Der Char M4A2 jetzt auch weg. Der T-34 hat ihn downgebracht. Das ist auch das Problem, was ich hier oben sehe. Beziehungsweise gesehen habe. Nämlich, dass die Char M4A2 direkt weg waren. Weil sie nichts ausrichten können. Gegen die T-34. Da sind sie zu schwach. Das Duell dürfte einladen, wenn die T-34 gehen. Auch wenn jetzt hier Bomben geworfen werden. Sind keine Bomben gegen Tanks gewesen. Das sind Infanteriebomben gewesen. Panzer fällt jetzt hier nach vorne, alle sind unter Druck gesetzt und werden nicht zurückgezogen, deswegen werden die jetzt alle gleich aufgeben, die ersten zwei. Und wenn er jetzt nach unten fährt, noch die letzten Gruppen. Eine Jagd 1B wurde abgeschossen, sehr schön, die Spitfire MK9E freut sich, aber so gut wie alle Truppen sind hier weg. Da hat man nichts mehr entgegenzusetzen. Aber mit nichts, so gar nichts. 17 zu 7. Die Anzahl. Hier hat er jetzt mal schön nach oben gedrückt. Jetzt ist der Moment gekommen, mit den Panzern und den Infanteristen nachziehen. Dorf erobern. Ende aus. 18-6 hier. Es ist ja nichts mehr da. Und dann, wenn du schon dabei bist, komm, trau dich, hau den Push hier unten noch rein. Ja, die zwei hier unten drüber, die zwei durch den Wald in den Wald hier rein. Und dann hast du das Ding fertig. Ja, die Mörser sind am Schießen, aber sie werden da nichts machen können. Und ja, wir sehen jetzt hier gleich, was passiert, wenn du ein MG-Schütze bist und ein Haus versuchst zu verteidigen. Du kämpfst, schießt auf Infanterie. Sofort werden die Panzer auf dich aufmerksam. Und ja, sagen wir, wir können schießen, könnt ihr auch. Dann Sakiri kommen auch noch dazu. Das MG hier unten ist down, dann bleibt nur noch das MG hier, welches zwar im Haus ist, aber jetzt in Schockstarre, also nichts mehr machen kann. Es ist direkt aus der Schockstarre wieder raus, wieder in die Schockstarre rein. So, ein Mann ist noch da und der gibt gleich auf Spitfire, schafft das auch. Ein zweites Spitfire schafft es aber auch nicht, das Flugzeug abzuschießen, interessanterweise. Also diese IL-2M ist gerade noch sehr glücklich, wenn sie Pech hat, hier oben die Spitfire, die kann noch. Die kann doch mal. Und ja, schafft es auch. Ja. Mal was Positives. Der zweite AM M8. Der kann da hinten rumfahren, wie er will. Das Problem bei ihm ist, er hat keine Chance mehr, die Frontlinie zu beeinflussen. Da steht es übrigens gerade 20 zu 4 gegen Rubish Tiger. Und ja, der muss jetzt irgendwas machen. Und er weiß natürlich, es ist nichts möglich. Seine ganzen Panzer haben keine Chance gegen die ganzen T-34. Selbst wenn, haben wir noch immer
Panzerabwehrkanonen, so die Flank-Truppen sind hier unten jetzt auch down. Das heißt, auch hier der Frontabschnitt nach vorne. Jetzt traut er sich, okay, jetzt traut er sich endlich mal. Das hätte er schon vorher machen können. Die Truppen dazu hat er ja einfach gehabt. Er ist ja massig in der Überzahl. Wir zählen mal die Truppen, die noch übrig sind. 3, 4 und hier nochmal 6 insgesamt. Gegen... Zählt selber, wie viel Rot ihr hier seht. Und das ist ja noch nicht mal alles. Ne? Hier, zack, zack, zack. Ja, das ist... also der Sieg ist unabwendbar. Da kann Rubisch Tiger jetzt gar nichts mehr machen. Da oben noch an 8 verloren. Das heißt, auch dort wird die Frontlinie jetzt ganz weit nach vorne stoßen. Hier ist es eine Frage der Zeit. Also die Infanterie, klar, die können die machen jetzt hier fertig. Die Flagge hier jetzt erstmal zurückerobern. Aber hier oben verliert man dann im gleichen Moment auch einen. Dieser Infanterietrupp wird diese Flagge definitiv nicht verteidigen können, vor allem nicht alleine. Er lädt sich auch nicht aus, also sprich, der Panzer wird im Notfall auch verloren. Ja. Wenn jetzt noch verloren hat, weil er den Panzer nicht ausgeladen hat, ist schon sehr, sehr gut. Die Panzer fahren jetzt wieder weg. Also die Panzer und 5 sind jetzt beide mit noch im Weg. Zack, das zweite schon down. Diesmal ohne Infanterie mit drinnen. Hier der AMM-8 hat einen Ambush probiert auf den T-34, hat nicht geklappt. Der dürfte jetzt eventuell einen Gegner mal haben mit dem TD. Aber bevor er kaputt geht, ist das Spiel dann auch schon vorbei. Ja, überwältigender Sieg, definitiv. Quiet Stalin, oder Quit Stalin 17, dort ordentlich reingepusht. Nicht umsonst der Gewinner, hat er gut gemacht.